Für Michael aus München ist das ein großer Tag gewesen. Für ihn gibt's reichlich neues Haupthaar, damit er sich nach Jahren des Versteckens endlich wieder ohne Schamkäppi hinaustrauen kann. Sein Plan? Leb es drauf! Jetzt würde ich dich mal bitten, dass du den Schritt machst und deinen Käppi abnimmst, was du ungern tust. Im Moment bin ich jetzt ein bisschen aufgeregt. Jetzt sitze ich da, seit 20 Jahren warte ich drauf. Um es für ihn erträglicher zu machen, wird der Spiegel verhängt. Ja, schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Ja, umso besser also, dass er das Haarteil nicht im Rohzustand sieht. Und auch nicht, wie dann die vorgesehene Klebefläche komplett abrasiert wird. Ach du meine Güte. Und dann kommt ja noch der Kleber. Lass dich mal ganz kurz riechen. Boah. Jetzt noch eine schicke Frise. Und dann der Moment der Wahrheit und Enthüllung. Und... Wow. Okay. Der Kopf schaut auch nicht mehr so rund aus mit dem Ding. So habe ich ja noch nicht mal mit 16 ausgeschaut. Wie zufrieden er anderthalb Jahre später noch mit dem 500-Euro-Teil ist, wir besuchen ihn. Dazu gleich mehr. Jetzt geht es erstmal zu Ken. Die Glatze ist zwar seine, aber nicht seins. Das mit dem Draufkleben aber auch nicht. Er hat sich entschieden für Cheekses rein. Die Haarpigmentierung war für mich ideal, weil kurze Schnitte, wie ich finde, mir sehr gut stehen. Und darüber hinaus ist halt auch eine Variante, die nur 5 bis 7 Jahre hält. Und dann kann man nochmal entscheiden, ob man sich entweder auffrischen lässt oder was anderes macht. So sah Ken davor aus. Geheimratsecken und wenig füllige Stellen vorn an der Haarlinie. Aber deswegen hunderte Male in den Kopf pieksen lassen, wie beim Tätowieren? Es gibt auch verschiedene Stellen, die verschieden empfindlich sind. Zum Beispiel im Tonsurbereich, finde ich, fühlt man es etwas mehr. Aber von Wegen kann auch nicht die Rede sein. Was erträgt man nicht alles für fülliges Haar? Rund 7 Jahre soll der Eindruck halten. Je nach Füllfläche und Anspruch können 500 bis knapp 5000 Euro anfallen. Kennst Vorher-Nachher-Ergebnis nach 4 Sitzungen mit jeweils einer Stunde Pieksen? Sieht so aus. Ich bin sehr zufrieden mit der Pigmentierung, weil für mich war das so, dass man kaum jemand in meinem Freundeskreis überhaupt gesehen hat, als ich es gemacht habe. Und darüber hinaus, ich halt keine Einschränkung hatte. Das heißt, man kann auch direkt wieder zur Arbeit gehen und sein Leben nachgehen, ohne irgendwie das Gefühl zu haben, dass man erstmal entstellt ist für eine längere Zeit. Und hier haben wir Joachim. Erst nach seiner Entscheidung für die künstliche Haarpracht hat er sein Glück gefunden. Die Frau seines Lebens. Sein Modell? Pflanzesei. Nein, ich weiß nicht, wie das vorher war. Ich habe ihn vorher nicht gekannt. Ich habe das nur so gesehen und es fällt halt nicht auf. Joachim früher. Die Haare hat er nach vorn gekämmt. Die Haarlinie zog sich in den Ecken nach hinten. Zu sehen nach Rasur kurz vor der OP. Nun, 5 Jahre später, besorgte Kontrolle beim Chirurgen. Ich denke, man sieht, es wird am Hinterkopf natürlich ein bisschen lichter. Mhm. Aber das geht sehr langsam vorwärts. In der Tat können wir beide feststellen, dass man vielleicht besser noch zuwartet, genau, bevor man in den Wirbelbereich, ja, weiter, ja, verdichtet. Genau. Tiefes Aufatmen bei Joachim. Die Haare haben ihm wieder Selbstsicherheit gegeben. Denn so gut wie mit den von hinten nach vorne verpflanzten Haaren ging es ihm nie zuvor in seinem Leben. Für mich ist es so, dass ich vorher, bevor ich das mit den Haaren habe machen lassen, extrem einschränkend war. Also ich habe mich selbstbewusst nicht wohlgefühlt. Ich war nicht, ich hatte nicht die Energie oder diese Glücklichkeit in mir, die ich jetzt spüre, weil das einfach so eine Kraft gegeben hat. Ich denke, dadurch, dass ich das habe machen lassen mit den Haaren, war ich auch selbstbewusst genug, um jetzt meine Verlobte kennenzulernen. Glücksgefühle, über die sich der Transplanteur auch sehr freut. Und das nicht nur, weil das Transplantieren von 2,5 bis zu 10.000 Euro kosten kann. Allerdings kann das auch, anders als bei Joachim, eine Sucht auslösen. Andere brauchen das gar nicht, haben ein sehr schönes Ergebnis und sind aber so glücklich damit, dass sie sozusagen dieses Glück wieder erleben wollen und nochmal sich einer Behandlung unterziehen lassen möchten, obwohl es gar nicht erforderlich ist. Und dann muss man natürlich auch sagen, dann ist davon auch besser Abstand zu nehmen.
Und nun die Antwort hinter dieser Tür auf die große Frage, wie geht es Michael von vorhin mit seiner Klebefriese anderthalb Jahre später? Wir erleben eine Überraschung. Wo bitte ist denn der so geliebte Kopfschmuck geblieben? Der passte zwar genau auf seinen Kopf, aber genau nicht in sein Leben. Da musste man sich halt wieder dran gewöhnen. Da sind wieder Haare auf dem Kopf, man muss sich irgendeine Frisur machen. Da bin ich in der Früh immer da gestanden und habe dann mit Wasser und Föhn und Gel und alles Mögliche halt versucht, diese Frisur wieder hinzukriegen. Das hatte ich ja alles vorher nicht. War mir am Ende zu viel Action und da bin ich nicht eitel genug. Ich gefallen mir im Prinzip so auch. Drei Männer, drei unterschiedliche Haargeschichten. Michaels Fall aber zeigt, im Ernstfall geht es auch mit weniger Haaren.